Fahrplan der Schleuse 208 von Frankfurt am Main über Mainz nach Görlitz. Plan ist der Punkt 1639. Sie sind ja. Frau Matusch aus Mainz. Ja. Roswitha Matusch. Ich habe Sie sofort erkannt. Hallo. Ja, auch. Die Sie wissen. Oh, herzlich willkommen. Das ist aber sehr lieb von Ihnen. Also, dann ist es wohl das Beste. Ja? Dann gehen wir erstmal weg. Also auch ohne die Rosen, ich hätte sofort gewusst, das ist er. Ja, wegen Ihren Briefen, weil Sie mal so nett geschrieben haben. Genauso hatte ich sie mir nämlich auch vorgestellt. Und Sie? Ja, ich brauchte ja nur auf eine Dame zu achten, die, ich hatte ja Ihr Foto. Haben Sie den geliehen? Bitte. Der gehört Ihnen? Sie müssen mich verstehen. Ich brauche wieder jemand wie, meine Frau für den Geschäftshaushalt. Und natürlich wollte ich vermeiden, an die Falsche zu geraten, da es nur um mein Geld geht. Deshalb habe ich nie davon geschrieben. Ja, aber Sie haben doch das Gegenteil geschrieben. Sie haben geschrieben, dass Sie Angestellter sind, genau wie ich. Mit einem ganz annehmbaren Gehalt. Das müssen Sie verstehen. Nach dem Tod meiner Frau, ich habe lange Zeit an andere Frauen nicht mal gedacht. Erst als ich Ihre Anzeige las, da habe ich plötzlich gespürt, das ist die Richtige. Dame in den besten Jahren, aber jünger empfindend, Folge starker beruflicher Inanspruchnahme bisher nicht dem Partner begegnet ist, den sie verwöhnen möchte. Ach, das kennen Sie auswendig? Jünger empfindend. Das hat mir besonders gefallen. Was für eine Firma ist es denn? Manchmal schrecklich einsam hier? Ja. Und wer ist Distler? Das ist eine kleine Wohnung im Dachgeschoss. Ist vermietet. Herzlich willkommen. Danke. Das bin ich als Kind. Oh. Wie alt waren Sie da? Ich weiß nicht, so 4 oder 5. Oh, niedlich. Und hier, das ist mein Vater. Ach, der da? Nein, der. Ah? Der hat noch mit eigener Hand die Briketts in Säcke geschaufelt und ist damit durch die Straßen gefahren. Ja? Könnte ich nicht. Hm. Und hier, ja, das bin ich. Ach, da sehen Sie aber nett aus. Aber wir sprechen immer nur von mir. Warum erzählen Sie gar nichts? Wie sie leben, was sie denken. Ach, da gibt es doch nicht viel zu erzählen. Trotzdem, wir müssen doch versuchen, uns ein bisschen kennenzulernen. Aber das meiste wissen Sie doch schon. Ich habe meinen Beruf. Und wenn ich abends nach der Arbeit nach Hause komme, und danke schön, dann ist es meist schon ziemlich spät. Weil mein Chef sagt, dass ich seine zuverlässigste Kraft bin. Oh. Mhm. Na ja, dann mache ich mir Abendbrot. Anschließend wasche ich ab. Ja, und wenn ich damit fertig bin, dann bin ich auch meistens müde und gehe zu Bett. Haben Sie denn keine Freunde, die Sie mal besuchen könnten? Na,
Aber das habe ich Ihnen doch geschrieben. Ich lebe doch erst seit einem Jahr in Mainz. Meine Eltern, die wohnen noch in Berlin. Ja, da fahre ich auch manchmal hin. Und in Mainz haben Sie niemanden? Mm-mm. Höchstens meine Kollegen, und die sind ja alle vergeben. Und das war auch der Grund, ich meine... Ach so. Ja, da habe ich damals den Entschluss gefasst, diese Annonce aufzugeben. Wissen Sie, ich hatte plötzlich das Gefühl, dass mein Leben... Ja, dass es mir einfach gestohlen wird. War es Ihre erste? Nein, nicht die erste. Aber das sind Erfahrungen, da möchte ich nicht gern drüber sprechen. Aber bei Ihnen, da ist das ganz anders. Zu Ihnen, da habe ich Vertrauen. Es ist so, als ob ich Sie schon lange kennen würde. Eine Ewigkeit. Nicht wahr? Ihnen geht es doch genauso. Ja. Darauf müssen wir trinken. Gern. Und dann sehen wir uns das Haus an. Die übrigen Räume. Ja. Aber vorher müssen Sie noch telefonieren. Mit Mainz, dass Sie gut angekommen sind. Ja, mit wem denn? Es weiß doch niemand, dass ich hier bin. Sie haben niemand davon erzählt? Na, wem denn? Ja, Sie können doch nicht einfach verschwinden. Warum denn nicht? Ist ja nur für ein paar Tage. Sowas gibt's doch gar nicht. Sie haben mit keinem Menschen darüber gesprochen? Über unsere Bekanntschaft? Über Ihre Absicht, mich zu besuchen? Doch. Na, also. Mit einer Kollegin. Aber wirklich nur Andeutung. Kommen Sie. Es ist bestimmt richtiger, wenn Sie ihr sagen, wo Sie sind. Für den Fall, dass man Sie vermisst. Also gut, wenn es Sie beruhigt. Ja. Da ist das Telefon. Dankeschön. Ich mache nur die Musik leiser. Haben Sie die Nummer? Ja, ich... Im Gegenteil, ihr seid fast die Ersten. Nein, meine Uhr war stehen geblieben. Wie spät ist es denn? 7:55, genau. So, danke. Was trinkt ihr denn? Ja, was hast du denn? Doch alles. Johannes hat gesagt, Sekt oder bei dir irgendwas Härteres. Ein Whisky, 40 Jahre alt. Oder hier, du, hier habe ich was für dich. Ein Calvados. Ne, hast du auch einen richtigen Klaren? Richtig Klaren habe ich auch. Hier, ein Himbeergeist, ganz klar. Den nehme ich. Sehr gut. Und du, Else? Danke, ich möchte nicht. Sie fühlt sich nicht besonders. Oh. Du siehst elend aus. Was ist denn los mit dir? Weiß ich auch nicht, aber... Sie wollte gar nicht mitkommen. Ja, ich habe das Gefühl, ich gehöre ins Bett. Jedenfalls sehr nett, dass ihr trotzdem hier seid. Herzlich willkommen. Danke. Prost. Prost. Ja, also ich fürchte, ich sollte wirklich nicht länger bleiben. Ich habe das schon mit Josef besprochen. Ich nehme einfach seinen Wagen. Na, nun warten wir es doch erstmal ab. Nein, nein, es hat keinen Zweck. Ich fühle mich nicht danach. Naja, wie du meinst. Oh, die neuen Gäste entschuldigt. Ich muss mich um sie kümmern. Die meisten Kinder, ja. Ja. Komm. Was ist denn? Du musst dich zusammennehmen. Mein Fehler. Danke. Köstlich. Ich habe einen Fehler gemacht. Du willst noch alles verderben. Die Pistole. Wir haben sie vergessen. Ach, Unsinn. Sie liegt draußen im Wagen. Das war doch so besprochen. Seid ganz ruhig. Aber wir haben vergessen, sie verschwinden zu lassen. Du redest Unsinn. Du musst zuhören. Es war besprochen, dass du das übernimmst. Auf der Rückfahrt, sobald du dich hier verabschiedet hast. Weil du dir dann Zeit lassen kannst. Du darfst jetzt nicht die Nerven verlieren, sonst wirst du alles verderben. Ja, gut, auf der Rückfahrt. Weißt du die Stelle noch? Ja, am Baldenmesser, am Steg. Da, wo wir damals die Ratten gesehen haben. Einfach ins Wasser. Richtig, da findet sie niemand. Und wenn sie doch jemand findet, sollen sie sich ruhig überlegen, wem sie gehört. Also gut, dann gib sie mir. Sie liegt im Wagen, im Handschuhfach. Warum hörst du nicht zu? Hallo, grüß dich, Judith. Ja. Das war ein kurzes Vergnügen. Ja, leider. Aber es hat wirklich keinen Sinn. Klar, wenn du dich nicht danach fühlst, kannst du dann fahren. Es geht schon. Ist ja nicht sehr weit. Also, dann sieh zu, dass du bald wieder auf die Beine kommst. Ja, danke. Es wird schon nicht so schlimm sein. Ja,
nochmals vielen Dank für die Einladung. Gute Nacht. Gute Nacht. Es war Liebe. Auf den ersten Blick. Ja. Ja, sie hat auch niemals ein Geheimnis daraus gemacht. Also ich halte sie für ungemein intelligent. Und deshalb kriegst du auch eine erstklassige Ausbildung. Und was sagt deine Frau dazu? Also los, weg sie auf. Komm du mal in seine Jahre. Der ist doch dankbar, dass sie schläft. Will ich schon gehen? Ihr müsstet euch mal im Spiegel sehen, eure Augen. Lasst ihr doch wenigstens so viel auf dem Körper, dass keiner einen Herzschlag kriegt. Es ist schon spät. Ach, jetzt wird's doch erst gemütlich. Aber unsere Gastgeber wollen ins Bett. Da hindert sie ja keiner dran. Der Josef, wenn er seine Else einmal los ist, da kann er gar nicht genug kriegen. Ja, ja, mein Lieber. Die süßen Wonnen der Freiheit. Du musst reden. Du bist doch fester angebunden als wir alle. Na, schräg. Else, das ist ein Klotz am Bein, an den ich seit 20 Jahren gewöhnt bin. Aber deine süßen Wonnen der Freiheit, die machen dich doch. Die machen einen doch zum Narren, ohne dass man es merkt. Das klingt ja, als ob du aus Erfahrung sprichst. Wer ist es denn? Die junge Lehrerin, die bei euch wohnt? Mir reicht's. Darf ich mal telefonieren? Ich rufe mir ein Taxi. Jetzt ist er sauer. Eieieiei. Aber warum denn? Wir können dich doch mitnehmen. Liegt doch gleich am Weg. Du musst ja wissen, noch fahren. Denk an deinen Führerschein. Das tue ich ja. Deshalb lasse ich ja meine Frau fahren. Das ist schlau, wenn er besoffen ist, verliert er sogar seinen Vorteil gegen Frauen am Steuer. Ja. Immer noch lieber ohne Vorteil als ohne Führerschein. Ja, ja. Und immer noch lieber meiner weg als sein eigener. Wollt ihr noch einen Schnaps fürs Mitnehmen? Nee, du lieber nicht, Josef, bist doch schon so spät. Das nächste Mal, Josef. Ja, ist vielleicht auch besser so. Ich verstehe das nicht. Else hat überall Lichtbrennen. Komisch. Also dann, gute Nacht und nochmal vielen Dank.
Polizei? Ja, hören Sie. Schnell. Ja, was ist denn? Reden Sie doch. Ich komme gerade nach Hause und sehe und finde... Ja, ich höre. Meine Frau. Sie ist tot. Ihren Namen, Ihre Anschrift, bitte. Darauf muss man erst mal kommen. Weil man an der Leiche nichts verändern darf. Das weiß doch jedes Kind. Ich beklage mich ja gar nicht. Ich finde es ja sehr erfreulich, dass Sie auf unsere Arbeit so viel Rücksicht nehmen. Also der Arzt sagte, er will sich noch nicht festlegen, aber alles deutet darauf hin, dass der Tod schon vor mindestens 10 bis 11 Stunden eingetreten ist. Das würde bedeuten zwischen 7 und 8 Uhr abends. Ja, das ist gar nicht möglich. Um 18 wäre er erst auf die Party, das habe ich Ihnen doch erzählt. Wann kann Ihre Frau denn wieder hier gewesen sein? Na, etwa gegen 8:30. Aber als sie wieder hier war, ging natürlich alles sehr schnell. Der Einbrecher war ja schon im Haus, davon muss man wohl ausgehen. Und als ich die Tür öffnete und meine Frau plötzlich vor ihm stand... Vielleicht beschränken wir uns zunächst mal auf die Dinge, die sich überprüfen lassen. Wohnt hier noch jemand im Haus außer Ihnen? Ein Fräulein Distler, das ist eine Lehrerin, die hat eine kleine Wohnung gemietet oben unterm Dach. Wie alt? Wie alt? Kann ich nur raten. Ungefähr Ende 20. Ist sie zu Hause? Soviel ich weiß, nein. Sie können ja mal läuten. Das haben wir schon. Warum fragen Sie dann? Soviel ich weiß, ist sie verreist. Ja, für länger? Keine Ahnung. Eine Lehrerin, sind denn jetzt Ferien? Ja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich interessiere mich nicht für das Privatleben meiner Mieter. Ja, Sie haben recht. Sprechen wir lieber von Ihnen. Wann sind Sie denn von der Party weg? Ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Aber als ich hier angekommen bin, habe ich sofort die Polizei verständigt. Wann das war, müsste sich ja feststellen lassen. Und wie sind Sie nach Hause gekommen? Ich meine, weil Sie doch sagen, dass Ihre Frau hier am Wagen hatte. Ja, mit Freunden. Die haben mich mitgenommen. Ja. Die Adresse kann ich Ihnen geben. Sind die Freunde mit ins Haus? Nein. Ja, es wäre ja nicht so ungewöhnlich, dass man sagt, vielen Dank, dass ihr mich nach Hause gebracht habt. Jetzt kommt noch einer von Schnapp. Ja, ich habe gesehen, dass hier überall Licht brennt. Und ich habe mir Sorgen gemacht wegen meiner Frau, weil ihr doch übel war. Und ich habe mich gefragt, ob es vielleicht was Schlimmeres ist. Wer hat die 2 Gläser benutzt? Die, meine Frau und ich. Wir wollten ein bisschen in Stimmung kommen, bevor wir losgefahren sind. Aber ein Glas ist noch voll. Das war das Glas von meiner Frau. Ja, ich kann mir das nur so erklären. Wir haben plötzlich festgestellt, dass es schon fast 8 Uhr ist und um 8 waren wir doch eingeladen. Ja, so war's. Deshalb ging alles ein bisschen überstürzt vor sich bei unserem Aufbau. So überstürzt, dass Ihre Frau nicht mal ihr Glas austrinken konnte? Ins Labor. Und trotzdem wurde ihr kurz darauf schlecht. Tja, also Herr Rosenkötter, wie ging denn das nun weiter? Ich meine, Sie kamen also ganz allein hier rein. Aussage verweigern. Er kennt seine Rechte, wir haben ihn ordnungsgemäß belehrt, aber nein, er will reden. Er will uns mit seinen Theorien von irgendwas ablenken, fällt dir da nicht was auf? Trotzdem, du darfst dir nicht zu sehr jemanden nehmen. Es handelt sich immerhin um seine Frau. Ja, ja. Also, Herr Rosenkötter, wir haben uns das Ganze nochmal angesehen. Ihre Theorien überzeugen uns nicht. Tja, ich kann Ihnen nur sagen, wie ich es mir erkläre. Sie kennen meine Frau nicht. Die lässt sich nicht einschüchtern. Wenn die einen Einbrecher überrascht auf frischer Tat, lässt die sich nicht einschüchtern. Vermutlich hat er sie sogar gewarnt. Aber sie ist ans Telefon, um die Polizei zu verständigen. Und als sie den Hörer abgenommen hat... Jetzt verschonen Sie uns bitte mit Ihrem Einbrecher. Haben Sie festgestellt, ob was fehlt? Nein, ich sage doch, ich bin sofort rauf ins Schlafzimmer und habe bei der Polizei angerufen. Sehen Sie bitte jetzt. Er hat Handschuhe getragen. Eine ziemlich grobe Struktur. Das ist Ihre Handtasche. Die hatte sie mit. Soll ich da auch nachsehen? Also schön, fangen wir damit an. Scheint alles da zu sein. Geld? Ihre Brieftasche ist drin. Soll ich die aufmachen? Ja. Wenn er da reingefasst hätte, dann hätte er doch die Brieftasche mitgehen lassen als erstes, oder? Ich weiß natürlich nicht, wie viel sie dabei hatte. Er wird schon stimmen.
Ich vermute, Sie besitzen auch Handschuhe. Ja, ich besitze Handschuhe. Auch welche aus Leder, mehrere Paar. Vermutlich sogar welche mit grober Struktur. Die liegen draußen in der Garderobe. Und falls da nicht das Richtige bei ist, um mir was anzuhängen, dann können Sie ja suchen. Im ganzen Haus. Also wir gehen dann lieber. Ja, was mit den anderen Räumen? Das bringt doch nichts. Ist doch klar, dass er da nicht drin war. Wer? Na, der Einbrecher. Ist doch ganz offensichtlich, dass er vorher gestört wurde. Wozu machen wir uns überhaupt die Arbeit, wenn ihr alles schon wisst? Also weiter. Wissen Sie was? Ich sage kein Wort mehr. Sie glauben mir ja doch nicht. Ich habe Ihnen erzählt, wo ich war, als es passiert ist und auf welche Weise ich nach Hause gekommen bin. Und wenn Sie wollen, können Sie das in allen Einzelheiten überprüfen. In Ordnung. Aber sagen Sie uns wenigstens, ob was fehlt. Doktor? Es bleibt bei dem, was ich schon gesagt habe. Aber Herr Rosengötter behauptet, dass seine Frau nicht vor 8:30 hier gewesen sein kann. Erst gegen 8:30. Ja, das lässt sich nicht ganz ausschließen. Moment bitte. Wo wollen Sie denn hin? In meine Wohnung. Manchmal spürt man einfach, dass man reingelegt wird. Jedenfalls ändert das nicht daran, dass wir ihm seine Theorie von dem Einbrecher nicht widerlegen können. Du auch? Mann, ihr macht mich wahnsinnig. Denk doch mal nach. Fest steht, dass sie telefonieren wollte. Und fest steht, dass er von der Terrassentür ausgeschossen hat, vermutlich auf dem Rückzug. Ja, aber hat nichts mitgenommen. Weil er vorzeitig gestört wurde. Nicht mal die Handtasche, obwohl sie griffbereit vor seiner Nase lag. Weil er die Nerven verloren hat. Ein Profi? Was ist denn hier überhaupt zu holen für ein Profi? Und er war doch einer, oder? Nein. Ein Profi schießt nicht, außer wenn es absolut unvermeidlich ist, schon gar nicht von der offenen Terrassentür aus. Da ist ein Fräulein Distler. Sie möchte in ihre Wohnung. Sie sagt, sie kommt vom Bahnhof. Ja. Sie sind Fräulein Distler? Ja. Was ist denn passiert? Haferkamp, Kriminalpolizei. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Selbstverständlich. Sie waren verreist? Ja, ich komme gerade vom Bahnhof. Seit wann? Ich war in Hamburg bis gestern Abend. Ich bin gerade mit dem Nachtzug gekommen. Wollen Sie mir nicht sagen, was passiert ist? Hat Sie da jemand in Hamburg an den Zug gebracht? Doch, natürlich, aber... Es handelt sich um Ihre Vermieterin, Frau Rosenkötter. Sie ist tot. Das ist ja entsetzlich. Der arme Herr Rosenkötter, weiß er schon davon? Er hat sie ja gefunden. Wie ist das denn passiert? Sie ist erschossen worden. Erschossen? Von wem denn? Von... Nein, das ist nicht möglich. Ja, was wollten Sie gerade sagen? Ich habe mich nur gefragt, ja, nur weil Sie erwähnen und weil Sie so eigenartig betont haben, dass er sie gefunden haben. Halten Sie es für möglich, dass Herr Rosenkötter seine Frau getötet haben könnte? Nein, das halte ich nicht für möglich. Ich habe es mich gefragt, aber ich halte es nicht für möglich. Außerdem kann ich das gar nicht beurteilen. Wo ist es denn passiert? Im Wohnzimmer. Darf ich Sie sehen? Trauen Sie sich das zu? Sie haben recht, nein. Tja, das wäre es dann im Augenblick. Danke. Aber wahrscheinlich werden wir uns noch mal unterhalten müssen in den nächsten Tagen, wenn Sie ein bisschen Abstand gewonnen haben, einverstanden? Wenn Sie glauben, dass ich Ihnen helfen kann? Das wird sich zeigen. Und bitte schreiben Sie uns den Namen und die Adresse der Person auf, die Sie in Hamburg an den Zug gebracht hat. Das ist nur eine Formalität. Es tut mir so leid, Herr Rosenkötter. Danke. Ja, es ist schrecklich. Möchten Sie sie noch mal sehen? Ich glaube, das geht nicht mehr. Sie haben sie ja gut gekannt. Meine Frau hat immer so nett von Ihnen gesprochen. Aber wenn es nicht geht? Man kann ja fast sagen, Sie waren befreundet mit ihr. Aber ich möchte nicht, dass es Umstände macht. Nein, das geht schon. Moment mal. Sind Sie wirklich Wert darauf legen? Ja.
Wir hatten das Haus voll Gäste. Wie soll man da jeden Einzelnen im Auge behalten? Sie können also nicht ausschließen, dass Herr Rosenkötter die Party zwischendurch verlassen hat. Ich glaube, so geht Ihre Frage an der Sache vorbei. Bitte. Okay. Kommt doch wohl nur darauf an, ob unser guter und, langjähriger Freund Josef Rosenkötter bei sich zu Hause war, als seine arme Frau umgebracht wurde. Ja, und? Ja, das können wir ausschließen. Bis zu seinem Haus sind es 10 Minuten. Wenn die Straßen frei sind. Und wenn man rast, sind es immer noch 7 oder 8. Er muss ja über die Ruhr. Außerdem hatte er gar keinen Wagen. Eben, den hatte ja Else. Ist doch kein Problem. Er kann sich ein Taxi genommen haben. Oder hat er einen zweiten Wagen. Möglich ist das alles. 8 Minuten hin und 8 Minuten zurück. Und ein Mord ist ja schließlich auch keine Kleinigkeit. Nein, nein, nein. Alles in allem war das gar nicht möglich unter einer halben Stunde. Ja, schön, aber was spricht denn nur eigentlich dagegen, dass er tatsächlich so lange weg war? Sie sagten doch, Sie und Ihre Frau, Sie hätten nicht auf ihn geachtet. Überlegen Sie doch mal. Nein, so dumm ist der Josef nicht. Hier, wo ihn alle Leute kennen, ist auch die Wahrscheinlichkeit viel zu groß, dass es auffällt, wenn er weg ist. Nein, nein. Wenn der wirklich ein Alibi braucht, dann fängt er das schlauer an. Wie lief's denn mit seiner Ehe? Gab's da Schwierigkeiten? Auch nicht häufiger als bei anderen. Eben. Und Sie sehen ja, meine Frau lebt noch. Ja, also vielen Dank, dass Sie unsere Fragen beantwortet haben. Aber bitte, das ist doch selbstverständlich. Nein, nein. Glauben Sie mir, wir kennen Else und Josef Rosenkötter jetzt seit über 20 Jahren. Sie liegen nicht richtig mit Ihren Vermutungen. Bestimmt. Also vielen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich bringe Sie noch. Ich habe ein ganz bestimmtes Gefühl. Der Besuch der Party, dass seiner Frau dort schlecht wird, dass sie allein nach Hause fährt, dann der Einbrecher, der schon auf sie wartet. Und die Untermieterin, die als einzige mit im Haus wohnt, die ist verreist. Und so weiter und so weiter. Also wirklich, alles wie in einer erstklassigen Inszenierung. Na, dann setz dich mal bequem zurück und amüsier dich. Ja, eben. Wir sollen uns amüsieren. Wir sollen beschäftigt werden, weil uns das ablenkt. Von einer ganz bestimmten, entscheidenden Kleinigkeit. Wir dürfen ihn auch ruhig verdächtigen. Das provoziert er geradezu. Weil uns auf diese Weise die entscheidende Kleinigkeit am sichersten entgeht. Was ist denn das für eine Kleinigkeit? Deine Fragen sind wirklich eine große Hilfe, du.